Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Gothic 3 und wir sind auf dem Weg in ja. Dem hast du es gezeigt. Ein Mistvieh weniger. Ein Mistvieh weniger. Natürlich werde ich die Erfolge ein bisschen abspeichern jetzt hier, weil ich nicht weiß, wie der Dämon drauf ist. Aber was mich jetzt gerade brennend mal interessiert. Du hast es so gewollt. Ich habe jetzt zwei Teleportsteine. Oder ist es doch schon? Boah! Also der Dämon ist schon mal da, wir müssen ihn nur noch plätten. Ich habe da so eine leichte Idee, dass ich erstmal mit Pfeil und Bogen den Typen angreife, den zwei, drei Schläge versetze und dann umsattle auf Schwert.
Dem hast du's gezeigt. Du hast es! Okay, war kurze Anstrengung. Schau dir diesen Schlamassel an. Das war mal eine stolze Paladinburg. Der Dämon von Gotha wird niemanden mehr Angst machen. Du hast es wieder mal geschafft, was? Ich kann nur für uns beide hoffen, dass du nie deinen Meister findest, mein Freund. Was wirst du jetzt tun? Ich werde versuchen, Gotha wieder aufzubauen. Sind genug Menschen da draußen, die eine Bleibe brauchen. Lass dich nicht töten, mein Freund. Wär schade drum. Mit dir macht die ganze Scheiße immer noch am meisten Spaß. Wenn du mich als Waffengefährten brauchst, weißt du ja, wo du mich findest.
abgebrochen. Ja, wir plündern erstmal die Gotha. Nachdem wir es jetzt befreit haben, wird es erstmal geplündert hier, schamlos. Und wir müssen ja auch noch den Teleportstein finden, also von daher. So, das war's mit dir, du Mistvieh. Wasserflaschen auf jeden Fall immer gut. Bevor ich es vergesse. Das kenne ich schon. Unmöglich. Gucken wir mal an das Pult. Das kenne ich schon. Ich kann zurzeit nichts herstellen. Und Innos verlieh ihm einen Teil seiner göttlichen Macht, auf das er dem Wirken Belias Einhalt gebiete. Und die Macht war Feuer, und er lenkte es nach seinem Willen. Thank you.
Abgebrochen. 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 Ja. Scheiß Truhe. Goldpokal. Viel Gold. Viel Gold. Viel Gold. Oh, Schmuck. So, altes Wissen haben wir hier auch geholt. Die Burg ist auch... Ja, aber trotzdem, ist ja vollkommen egal. Ist ja noch keiner. So, Stadtviertel gesichert. Hier hatte ich auch schon, oder? Na, ich sichere jetzt erstmal die Burg und dann geht's weiter. Weil ich muss ja alles durchsuchen, ich muss ja den Teleportstein finden. Ja, aber ich meine, so gut wie die Lage ist von dieser Burg, ja. Also ich sag mal so, die Lage von dieser Burg und den dazugehörigen Dorf davor ist schon nicht schlecht. Nur hätten die Orks so oder so irgendwann gewonnen, weil es gibt hier weder Versorgung noch sonst irgendwas hier. Also, wenn ich jetzt hier mal reingucke, hier gibt's nichts. Ja, also, eine Schmiede, ja. Toll, Waffen hätten sie sich herstellen können. Aber woher das Erz nehmen? Wenn alle Zugänge abgeschnitten sind. Woher hätten die dann, ich meine, gut, Brunnen, okay, ja, dann hätten sie Wasser gehabt. Und was hätten sie gegessen? Spätestens nach 7 Tagen ohne gewisse ohne entsprechenden Vorräte wäre komm mit, alles klar. Also ohne entsprechende Vorräte wäre es halt wirklich so gewesen, hätten die Probleme gehabt. Mal Wasser. Ich brauche wieder Heilpflanzen und Fläschchen. Hier steht nichts Neues.
Na, ich plündere die Stadt jetzt hier komplett. Dem hast du ein Mistvieh weniger. Ja, das ist vollkommen gleich hier. Wasserfass, Amboss. Ja, unten noch die Häuser durchsuchen. Ja, dann ist Gotha wieder eine freie Stadt. Ja, die erste im König. Ja, nicht die erste. Aber es ist eine freie Stadt auf jeden Fall. Ist hier irgendwas Interessantes, also ein Hocker? Nein. Wie gesagt, wir brauchen noch. Dem hast du's gezeigt. So, das war's mit dir, du Mistvieh. Dietrich, alles klar. Ja, was soll ich machen? Zu schwer.
Da! Da! So, das war's mit dir, du Mistvieh. No. Zu schwer. Der Dämon von Gotha ist Geschichte. Verschwinde, Mora, und verbreite deine Lügen woanders. Hä? Wo ist denn der Kollege? Hier ist er doch. Entschuldigung. So, das war die Befreiung und Plünderung von Gotha. Wir haben es auf jeden Fall befreit. Wir haben es klar gemacht. Okay. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Aber werde ich jetzt wahrscheinlich wieder nach Okara zurücklaufen müssen, ja. Dann macht's erstmal gut. Bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.